So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Harry Potter, der Stein der Weisen. Und da sehen wir schon unsere Freunde, die Gnome. Und den ersten haben wir. Zweiten. Ja. Ja. Blöder. Dumm. Ja, wir kommen dir schon zu nah. Incendio. Incendio. Dumme Gnome. Einmal durchgelaufen. So, dann haben wir hier die Kiste. Das lohnt sich jetzt mindestens mal. Wir haben ja eh genug Bohnen, um Fred und George zu bezahlen. Schön nettes Problem. So, was haben wir hier? Ja, da gibt's nichts. Okay. Flipendo. Und Flipendo. Ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir nehmen erstmal das hier. Und machen hier drauf. Machen wir hier drauf. Ah, oder auch nicht. So. Wingardium Leviosa. Zum Glück können wir den Zauberspruch und sie nicht wie Ron. Alter. Aber den Stein können wir trotzdem nicht drauf gehen, oder was? So. Jetzt müsste ich das drehen. Yeah, Harry. Warte. Warte. Ah, wir müssen noch einschalten. Und es dreht sich im Kreis. Es dreht sich im Kreis. Es dreht sich. Es ist schon größer. So, Harry, ein bisschen mit Baden hier. Harry kann doch runter durchlaufen. Könnte ich auch. Zwei geheime Aufgaben. Eine versteckte Bekarte. Die haben wir ja schon. So, halt, da gibt es erstmal eine Truhe. Oh oh. Ja, dummer Gnom. Harry, renn mal kurz weg. So. Ja, wir sind einfach reingerannt. Haben wir übersehen. Ja, genau, da kommt immer ins Wald. Alto. Haben wir wohl übersehen, Freunde. Warte mal, dass da irgendwie sich was gefunden hat. Nein, schade. Okay, aber die geheime Fischkarte haben wir eh schon gefunden. So, was haben wir hier? Hier kommen wir eh nicht vorbei. So, einmal da rum. Nichts. Auch nichts. Immer noch nichts. Ich weiß nicht, wie. Oh. Puh. Ja toll, hätte ich das vorher gewusst, dass wir eh da hinten rein müssen. Ich habe gedacht, da geht's dann weiter. So, jetzt laufen wir wieder einmal außen rum. Wir sind nicht dumm. Auch wenn wir Harry Potter sind. Harry freaking Potter. Du. Da ist ein Fokofusch. Und noch eine Bohne. So, dann haben wir hier. Incendio. So. Dann haben wir da drüben noch Incendio. So, und nochmal. Hier noch den Schokofrosch. Da gibt es eine Truhe. Alohomora. So, Harry. Jetzt, was haben wir denn da noch? Noch eine Truhe. Alohomora.
In der Truhe sind viele Geschenke für uns. Ja, wohin sollen wir das jetzt schieben? Auf welche Seite? Ah, das ist egal. Okay. Du. Ach ne, jetzt habe ich schon gedacht, das kommt wieder so ein Knurren. Dass ich einfach freut, so, juhu, wir bemerken ihn nicht. So, aber kein Knurren. Nein, wir hören auch keinen. Ich höre einen Frosch noch. Ich glaube, wir haben schon alle Frösche eingesammelt. Na, wenn er das auch egal, wir sind ja voller Leben. Ah, da ist er ja. Nacht. Frage ich jetzt, ist es da oben ein Geheimgang oder gibt es hier noch was? Ich glaube, es ist ein Geheimgang. Ich gehe manchmal nach da oben. Na, spring, Harry, spring. Sieht mich nicht für mich nach einem regulären Weg aus. Hui. Wieder drehen und hui. Warum müssen wir uns immer drehen? Und hui. Ja, sieht schon mal aus, das weiß. Nicht der reguläre Weg. Achso, muss man schon da hoch, aber. Nur um aufzumachen. Gut. Jetzt hui. Wieder ein Stern. Harry Stern. Und jetzt gibt es Bohnen. Bohnen und So langweilig. So, und jetzt machen wir so. Nur ich glaube, es ist nichts. Gehen wir mal hier weiter. Wieder ein Frosch und ja, wir haben wieder gespeichert. So, warum konnten wir den vorher noch nicht? Ja. Ja. Hallo. Ja. Jetzt sind wir gleich tot. So. Keine Ahnung, ob wir das überleben. Ja. So. Wir haben fast unser Leben wieder aufgefüllt. Sag mir nicht, irgendwo da hinten gibt es noch was. Ja, eine Truhe. Hui. Warte mal, wir nehmen lieber da, wo wir mehr Anlauf nehmen können. Hui. So, und Mora, Sesam, öffne dich. Ah, das ist die B-Karte. Gab es da zwei B-Karten? Naja. Wir schauen die uns mal gleich an, wenn wir hier. Genau. So. Jetzt gehen wir mal kurz hier hin und sammeln da noch den Stern ein. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal unsere Bildkarten an. Dann haben wir, die hatten wir ja schon. Den hatten wir auch schon. Hatten wir den Devin Schimpling schon? Ich glaube nicht. Geboren ist er 1912, verspeiste eine ganze Venemosa Tentacula und überlebte, obwohl er danach violett wurde und es für immer blieb. Okay, irgendein magisches Wesen. Cornelius Agrippa 1486 bis 1535, berühmter Zauberer, der von den Muggeln aufgrund der von ihm verfassten Schriften verurteilt wurde. Hatten wir aber schon. Den hatten wir noch nicht. Newt Scamander, geboren 1897. Autor des berühmten Werks Sagentiere und wo sie zu finden sind, die ich übrigens in meinem Regal stehen habe.
Dann haben wir noch Edgar Strückler, 1703, 1798, Erfinder des Taschenspikoskop. Ja, dann Gryffindor hatten wir schon, den mögen wir eh nicht so, also gucken wir jetzt auch nicht mehr nach an. So, jetzt will ich falsch sagen. Dann müssen wir hier aufmachen und hier aufmachen und hier aufmachen. Da gibt's nichts. Und hier aufmachen. Und es fließt Wasser und wir können noch weiter. Vielleicht gibt es jetzt irgendwas für uns? Nein. So ein schöner Springbrunnen, aber nichts für uns. Hätte doch ein Stern oder so geben können. So, was haben wir hier? Oh, zur Lehrerin. Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Yeah! Nehmen wir der zweiten Flugstunde teil. Sie findet auf dem Ländereien statt. Ja, wir gehen noch, glaube ich, noch kurz zu Hagrid. Hallo, Hagrid. Da bist du ja. Hoffe, du hast was gelernt im Kräuterkundeunterricht. Ein Muss was bisschen. Mit dir besprechen. Kommst am besten zu meiner Hütte. Geh aber zuerst zum Flugunterricht. Na, lauf schon! Ja, kann man jetzt nicht verzaubern? Vielleicht ist irgendwo noch ein Frosch oder so. Da war doch ein Geheimgang. Aber gibt es eine Truhe? Sie ist am Öffnen für dich. Wir könnten noch einen Schokofrosch brauchen, bevor wir fliegen. Und zu fliegen ist total anstrengend. Schon mal nichts. Ich glaube, das ist der Flugunterricht. Da sind wir hergekommen. Oh, da gibt es noch Bohnen, 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 Bohnen. Bohnen, noch eine Bohne. Noch eine Bohne, noch eine Bohne. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Können wir Bohnensalat machen? So, da und jetzt. Bum, bum, bum. Und nochmal um den Baum rein. Wir sind nämlich Harry Potter und rennen gerne um Bäume. So, da ist nichts mehr. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass uns diese eine Pflanze vorhin falsch gekillt hat. Hallo, Ron, du Muggelfreund. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten, du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Bitte hilf mir! Hallo, Draco! Longbottom hat sich also bei dir ausgeheult. Und du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes Erinnern mich zurückgebe? Ich glaube, ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Glaubst du etwa, du kriegst mich? Dann komm doch, Potter! Klar kriegen wir dich. Wäre es möglich, nehme ich total gern. So, ich mache kurz ein Escape. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, was heißt Fang Draco Malfoy. Because he's hot. Okay, also dann bis nächstes Mal und tschüssi.